Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Aufgebraucht-Video aus dem Monat September. Es ist jetzt noch eine Woche hin bis Oktober, aber ich weiß nicht, wie ich schaffe, das Video zu drehen. Und ich möchte es gerne noch im September, also Ende September, hochladen. Deshalb, vielleicht wird es auch schon heute hochgeladen direkt. Deshalb wollte ich dieses Video schon drehen. Ich finde, ich habe auch viel aufgebraucht, weil letzten Monat dann ziemlich vieles so fast leer war. Viele Produkte auf einmal. Deswegen, ich finde, das ist eine wirkliche Menge. Und deswegen dachte ich, mache ich das diesmal vielleicht ein ganz, ganz bisschen früher. So viel Unterschied macht das jetzt auch nicht mehr. Genau. Und ich glaube, ich würde auch nicht mehr viel aufbrauchen. Ich müsste jetzt nur eine Sache, die kurz davor ist. Deshalb fangen wir mal an. Ich greife hier mal einfach, ich habe alles vor mir gerade ausgebreitet. Ich greife einfach mal rein. Bei mir gibt es ja wirklich alles von ein bisschen Babykram, für Leute, die es vielleicht interessiert, was ich da ganz gut finde. Auch Haushalt, Beauty, alles Mögliche. Also jetzt kein Essen oder so, ne? Aber genau, bei mir gibt es alles querbeet. Und ich greife einfach mal jetzt rein und fange mit dem Erstbesten an. Und das ist für mich, weil das hier recht präsent und groß ist. Ajax, also Haushalt, Putzmittel in dem Sinne, für den Boden. Frische Duft bekämpft sofort hartnäckigen Schmutz. Ich persönlich mag Ajax am allerliebsten für den Boden. Ich gebe das auch gerne in meinen, hier meinen Saugwischroboter. Und ich fand aber hier den Duft nicht so gut wie bei den anderen Sorten. Ja, ich hatte den jetzt zum ersten Mal. Ich mag die anderen blumigen Sorten dann doch ein bisschen lieber, aber schlecht ist der auf keinen Fall. Und auch der Duft ist nicht schlecht, nur das Blumige finde ich irgendwie schöner. Dann für viele wahrscheinlich, deswegen halten wir es kurz, ein bisschen unspektakulärer. Von Hip habe ich zwar mal Windeln leer gemacht. Das ist die Zweiergröße, die trägt mein Kleiner aktuell. Und ich muss sagen, die Hip-Windeln finde ich tatsächlich sehr gut. Ich hatte noch nie das Problem, dass die irgendwie ausgelaufen sind. Die sind von der Größe gut. Also ich finde, die sind eher größer als manche Pampers. Also die fallen ja auch unterschiedlich aus. Genau, aber die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die finde ich ganz gut. Ja, doch. Wenn wir schon bei Hip sind, habe ich hier auch noch Babysanft, die Feuchttücher. Und dazu nur ganz kurz, ich hätte mir die so wahrscheinlich nicht gekauft, weil die schon etwas teurer sind. Und ich finde, meistens tun es auch diese ganz günstigen. Die sind zwar ein bisschen fester, also man merkt, dass da mehr Qualität im Grunde dahinter ist. Die sind ein bisschen dicker, fester und auch wirklich sehr, sehr flüssig. Was bei anderen zum Teil halt nicht so krass ist, aber ich finde, da tut es auch jedes andere Feuchttuch, was günstiger ist. Also es muss nicht unbedingt das sein, ab und zu wird es wahrscheinlich in meinem Warenkorb landen. Aber auch nur, wenn ich irgendwie einen Coupon habe, das hatte ich hier auch, deswegen, ja. Dann habe ich als nächstes von NYX Paris Body Exaltant Parfumant, okay, Fragrant Water. Das ist einmal dieses hier und ja, das war ganz okay. Das hatte ich mal, ich habe mal in der Apotheke gearbeitet und da konnte man manchmal Sachen mitnehmen halt. Und da habe ich jetzt halt dieses her. Ja, das hat irgendwie sehr... Ich kann es so schlecht einschätzen, Leute. Also ich fand es ein bisschen blumig, aber auch ein bisschen kräuterig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber okay, ich habe es einfach aufgebraucht, so tagsüber. Wenn nichts Besonderes anstand, habe ich halt das benutzt. Aber es wäre jetzt nichts, was ich mir irgendwie nochmal holen würde. Obwohl es ganz schön ist, mit der, dass es so ein Glasflakon ist. Das finde ich ganz schön. Als nächstes habe ich hier etwas, was, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender von Maybelline war. Und zwar ist das der Make-up Remover. Da gibt es hier, glaube ich, über zwei verschiedene. Das hier war nicht dieser zwei Phasen. Genau, das war der nicht, genau. Der hatte keine zwei Phasen, dementsprechend fand ich den nicht so gut. Der hat dann am Auge das nicht so gut abgenommen, weil er nicht halt Öl integriert hat. Würde ich mir jetzt nicht kaufen, fand ich nicht so gut. Dann habe ich etwas aussortiert und zwar von Elemis. Oder Elemis? Ja, Elemis, glaube ich. Das ist einmal dieses hier. Ich habe das jetzt, das ist glaube ich so ein Moisturizer, aber gleichzeitig auch Primer. Hier steht drauf Glow Priming Moisturizer Superfood. Und den habe ich jetzt aussortiert, da ist noch ein bisschen was drin. Und das ist ja schweineteuer an sich. Hatte ich in der Box halt drin, aber fand ich gar nicht gut. Alles, was ich drüber hatte, egal was, ich habe wirklich getauscht, gewechselt, es hat sich immer abgerollt bei mir. Nee. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also es hat mich nur noch aufgeregt und da habe ich dann einfach keine Lust drauf. Und es sah halt auch irgendwie blöd aus. Das war so schimmernd und hat sich halt oft doof abgesetzt und das fliegt raus.
Zum Thema Feuchttücher, was wir eben hatten für Babys, da habe ich, ich weiß nicht mehr, woher das war, kann sein, dass es vom Action vielleicht ist, Teddy Care, habe ich hier Baby Wipes. Die zum Beispiel, da war zwar super viel drin und die waren super, super günstig, aber die waren halt auch nicht so feucht und die waren super, super dünn. Also es ging damit, aber da waren die von Hip auf jeden Fall qualitativ viel besser. Und weil ich sie gerade noch sehe von Baby Love, die Feuchttücher mit Mandelextrakt, parfümfrei, die sind dann, denke ich, so ein gutes Zwischending. Die waren zwar auch recht dünn und auch nicht ganz so feucht, aber ich fand die besser als die vom Action oder was das war, genau. Dann sehe ich hier gerade drei Masken und ich frage mich gerade, ob das wirklich nur drei Masken sind, die ich diesen Monat aufgebraucht habe. Das waren ja gar nicht so viele. Alle von Garnier. Ich habe einmal die Vitamin C Tuchmaske aufgebraucht, die finde ich sehr, sehr gut. Genauso die Hydra Bomb oder Hydra Bomb finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist die mit steht das irgendwo drauf? Naja, hier sind ist ein Granatapfel drauf und hier sind grüne Teeblätter oder so. Die finde ich besser als die, aber ich finde alle davon gut. Also Garnier-Masken kann ich nur empfehlen, die finde ich richtig, richtig toll. Was ich auch super fand, ist hier Salty Mellow Love TTZ Badespaß Edition pflegendes Badepeeling. Sieht so aus, hat nach, wie ihr seht, Wassermelone geduftet. Das war richtig, richtig toll. Das war richtig schön ölig, so pflegend. Der Duft war mega, also ganz toll. Ich fand nur dieses Sachet blöd, weil es war halt echt schwer, das da alles rauszukriegen. Das fand ich daran nicht so gut, die Verpackung, obwohl sie super süß aussieht. Da wir gerade bei Peeling sind, zeige ich euch auch noch die anderen zwei, die ich aufgebraucht habe. Ja, zwei noch, weil es sind recht kleine Größen. Einmal hier von Baja oder Baja Lost Paradise Ananas Tonka. Das war in der Glossy Box, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich meine, es war die Glossy Box oder die Bissim. Ich meine, die Glossy Box war es. Ich bin mir nicht 100% sicher. Das ist wohl super, super teuer, dieses Peeling, und ich fand es gar nicht gut. Also den Duft fand ich ganz in Ordnung, aber weiß ich nicht. Erstmal war es super schnell leer und ich finde auch nicht, der Duft war halt super schnell auch weg. Und dafür dann so viel Geld auszugeben, da kann ich mir noch ein anderes holen. Und ich fand auch die Peeling-Wirkung nicht doll. Also es war wirklich sehr, sehr leichtes. Also kein richtiges Schrubbeln, so wie man das, glaube ich, am Körper, die meisten Leute das, glaube ich, gerne hätten. Nicht so ein Zucker- oder Salzpeeling, das finde ich dann besser. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Genauso wenig empfehlen würde ich von The Body Shop dieses Mango Body Scrub. Das hatte ich letztes Jahr im Adventskalender. Und ja, das fand ich noch blöder, weil auch das hat nicht richtig geschrubbelt. Obwohl, steht da drauf, ja, das soll ein Zucker-Body Scrub sein, aber es gibt zwei Arten von Zuckerpeelings, finde ich. Einmal diese, die so richtig schön schrubbeln, und einmal die, die es halt absolut gar nicht tun. Und dazu gehört das. Es hat gut gerochen, aber es war so ein ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Kennt ihr die von Balea und so? Die sind so richtig schön ölig, aber auch so richtig schön grob. Das sind die, die ich mag. Und dieses hier war so ein Klumpen und nicht so ölig, sondern so cremig ölig. Ach, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das war so ein Klumpen, den man kaum auseinandergekriegt hat. Auf der Haut war es immer ein Brocken. Fand ich persönlich auch nicht gut. Dann habe ich hier, das habt ihr, glaube ich, vorletzten Monat in meinem Haul gesehen. Beide schon leer gemacht. Denk mit Spülmittel Ultra und Spülbalsam. Das war so rosa. Hier seht ihr es noch ein bisschen so gelb. Ja, ich habe viel abgespült. Ich spüle ja auch momentan sehr, sehr viel ab, weil ich ja auch Fläschchen wasche und so. Und ja, ich nehme nicht immer so ein Baby-Spülmittel, weil ich wasche es ja wirklich ordentlich aus und da kommt wirklich nur ganz wenig Spülmittel rein. Also ich benutze sowas auch. Deswegen sind die leer gegangen, waren okay. Sind jetzt, also ich glaube, gegen Fett oder so sind die jetzt nicht der Wahnsinn, aber für das, was ich gemacht habe, dafür war es okay. Genau, Zähne habe ich auch natürlich geputzt und da habe ich die Sensodyne Zahnpaste hier aufgebraucht. Das ist einmal diese. Die fand ich ganz gut, aber da bei Zahnpasten, da probiere ich immer was Neues. Also ich bleibe nicht bei einer, ich nehme immer was ich gerade schön finde, und die war gut. Ich habe da keine schlechten Erinnerungen jetzt dran. Mochte ich eigentlich ganz gern, aber ich werde immer weiter durchtauschen. Dann habe ich hier noch von Rewe Beste Wahl WC Blauspüler. Den hatte ich jetzt oder habe ich immer noch im WC, aber schon länger. Der ist jetzt bei der halt wirklich. Finde ich nicht so gut, weil das sind diese, die nicht so extrem viel Blau abgeben, sondern so minimal. Und das sind, ja,
ich finde die anderen, der ist ja natürlich ein bisschen günstiger, die anderen finde ich aber tatsächlich besser als den. Aber ich mag das immer, wenn das Wasser so ein bisschen blau ist. Das erinnert mich irgendwie immer daran, dass es so ein bisschen sauberer ist. Was Quatsch ist, aber für meinen Kopf finde ich das gut. Dann habe ich hier zwei Badeprodukte und zwar ist das von einer ehemaligen Schulkameradin. Die hat einen eigenen, also ich habe mit ihr selber nichts mehr so zu tun, aber ich habe herausgefunden oder ich wurde gesagt, dass sie einen eigenen Shop aufgemacht hat. Der heißt Mango-Bananen. Mango-Banane? Ja, ich glaube schon. Könnt ihr mal, falls euch das interessiert, das ist so wirklich nachhaltig. Da gibt es alles Mögliche an Beauty-Produkten und, und. Genau, den führt sie selber und da habe ich, weil es für mich natürlich das Interessanteste mit Badeprodukte getestet. Und da habe ich hier einmal biozertifizierte Bademilch, Zeit für dich, mit Bio-Orangenschale und Bio-Kakaobutter. Das war für mich, das war so ein Pulver. Ja, nachhaltig, sicherlich. Ich finde es aber nicht gut. Also die Verpackung ist halt ein bisschen blöd im Badezimmer. Ne? Natürlich hatte ich es nicht direkt da liegen, wo alles nass ist, klar. Aber dennoch hat es durch die feuchtere Luft auch ein bisschen Klümpchen dann gemacht, was ich halt nicht gut finde. Und das war, ich bin ja wirklich so eine exzessive Badegängerin. Und das hat für mich nicht doll genug gerochen. Das hat für mich nicht besonders genug gerochen. Es war bestimmt ein bisschen pflegender. Aber ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Aber wen sowas interessiert? Es war halt, wie gesagt, so ein Badepulver. Es war so milchig letztendlich. Es war schön, aber nicht für mich das Richtige, muss ich sagen. Aber wer sich das anschauen möchte, kann das gerne tun. Und dann hatte ich noch einmal eins für mein Baby mitgenommen. Und zwar Bademilch, Schneeweißchen. Fürs Baby fand ich das besser. Auch hier, das mit der Klümpchenbildung und. Aber fürs Baby, da muss es ja auch nicht riechen wie sonst was. Da fand ich dieses Milchige doch ganz angenehm. Also das würde ich eher empfehlen für Leute, die so sind wie ich, sag ich mal, als andere. Meine Augen habe ich scheinbar auch nicht so viel diesmal gepflegt. Und zwar habe ich einmal von Yuti die iPad Mask Top Model Power of Passion. Die hatte ich aus dem Trashy rausgenommen, wenn ihr das gesehen habt. War gut. Die habe ich ständig mal da. Dann von Isana Feuchtigkeits-Augentuchmaske. Da sah die aus wie so ein Schurke, keine Ahnung, oder so ein Superheld mit so einer Maske. Die fand ich ziemlich gut. Die habe ich auch wirklich lange drauf gelassen. Die war richtig, richtig top. Würde ich mir nochmal kaufen. Habe ich auch, glaube ich, noch da. Gestern erst aufgebraucht habe ich diese Kerze. Die war letztes Jahr im Adventskalender und ich glaube auch dieses Jahr im Rituals Adventskalender Savage Garden Private Collection. Riecht nicht mehr so viel, aber die hat ganz gut gerochen. Wenn ich meine Nase jetzt direkt dran hatte, die ist natürlich sehr klein und mein Wohnzimmer ist mit der Küche und dem Esszimmer sehr offen und dementsprechend ist das ein sehr, sehr großer Raum und da riechst du natürlich diese Kerze jetzt nicht so dolle, finde ich. Also ich habe sowieso eine schlechtere Nase, also mich kann man da eh nicht so gut fragen, aber die ist natürlich ein bisschen klein für diesen großen Raum. Generell riecht man da nicht so schnell die Kerzen. Für einen kleineren Raum wäre sie wahrscheinlich besser geeignet, hat aber auf jeden Fall gut gerochen. Seife habe ich diesen Monat in der Küche leer gemacht und zwar habe ich diesen Sacrotan-Spender da, diesen No-Touch-Spender-Gedöns. Genau, Hygieneseife Hydra Care mit Green Tea und Zitrus. Fand ich gut, hat sehr gut gerochen, mag ich gerne. Ich hatte immer gerne diese Limited Editions, die ein bisschen gut riechen. Finde ich für eure Küche ganz praktisch, wenn man zum Beispiel dann so fettige Hände hat vom Kochen oder du fasst da irgendwas an oder knetest zum Beispiel. Das marinierst das Fleisch oder so und hast dann so ölige Finger vielleicht, dass man da nicht irgendwo drauf drücken muss, sondern einfach die Hand runterhalten. Deswegen finde ich das gerade in der Küche ganz praktisch. Dann habe ich Dr. Beckmann Magic Leaves Waschmittelblätter Universal leer gemacht mit frühlingsfrischem Duft. Finde ich super, super cool. Also das ist wirklich mal eine Sache, die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Also ich habe noch andere Sachen unten, die werde ich auch weiterhin benutzen, so ist nicht. Aber das finde ich auf jeden Fall toll und kann ich euch empfehlen, mal auszutesten. Das ist einfach, naja, es sind so Blätter, da sind 25 Blätter drin, also 25 Wäschen habt ihr damit. Die sind ultra dünn, also diese Packung ist ultra dünn, was natürlich dann auch nachhaltiger ist. Klar ist das noch Plastik, aber es ist wirklich minimiert, wenn ihr jetzt bedenkt, wie ich vorhin hatte, diese große Pulle da vom Bodenreiniger. Gibt es natürlich auch für Waschmittel solche Riesendinger. Da ist das schon besser. Und es hat gut gerochen. Das hat super sauber gemacht. Also das finde ich wirklich mega. Aber generell die Sachen von Dr. Beckmann finde ich meistens ganz gut. Mein Mann hat folgendes Shampoo geleert. Das habe ich nämlich schon ewig gehabt. Also wirklich ewig. Ich bin ja so eine kleine Sammlerin, was sowas angeht.
Family Shampoo, Früchtetraum. Ich wollte das nicht benutzen. Erstmal ist mir das viel zu groß und dann, ich möchte nicht so lange das gleiche Produkt benutzen. Und das tut halt einfach nichts für meine langen Haare. Ne? Für einen Mann geht das vielleicht schon mal eben, weil es jetzt nichts extrem Pflegendes hat. Aber für mich ist das nicht das Richtige für meine Haare. Deswegen hat mein Mann das aufgebraucht. Und dann bleiben wir kurz bei meinem Mann. Den hatte ich Isana Man Space XP 3-in-1 Körpergesicht Haar. Diese Limited Edition mal mitgebracht. Die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Die hat er halt als Duschgel benutzt. Und ich muss noch mal kurz riechen, welcher Duft das war. Weil gerade hat er den richtig geilen. Oh ja, riecht auf jeden Fall angenehm, riecht männlich. Aber auch nicht zu männlich. Er riecht jetzt nicht so holzig oder was weiß ich wie. Können sicherlich auch Frauen benutzen. Generell können das natürlich immer Frauen benutzen, ist klar. Steht da irgendwo drauf, wonach das riechen soll? Ich finde einfach, es riecht angenehm, aber auch nicht zu stark. Nö. Steht irgendwie nichts drauf oder ich bin blind. Ah doch! Ich bin blind, Leute. Es steht direkt vorne drauf. Mit aromatisch frischen Duft von Limette und Zedernholz. Das ist wahrscheinlich diese gute Kombi, diese Limette. Hätte ich tatsächlich jetzt so nicht ausgemacht, aber es riecht, ist ein super toller Duft. Also fand ich richtig gut. Isana hat da einfach auch gute Sachen. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta und zwar nochmal von Sensodyne. Pro Schmelz, Zahnschmelz, Repair, Whitening mit Cool Mint. Das ist einmal diese hier. Auch die fand ich gut. Fand ich in Ordnung, kann ich nichts Negatives zu sagen, aber jetzt auch nichts extrem Tolles. Also kann man machen. Wie gesagt, ich tausche da immer schön durch. Ich könnte jetzt wirklich nur sagen, wenn sie mich komplett umgehauen hat. Oder aber im negativen Fall, dass ich sie wirklich komplett blöd fand, dann kann ich euch das sagen, die war solide. Dann habe ich hier noch ein Shampoo, was mein Mann da gemacht hat, weil das ebenfalls das ist. Es ist nichts mehr für mich. Ich habe da ein bisschen mehr Ansprüche für mein Shampoo. Und das ist das Anti-Schuppen-Shampoo für schuppige und trockene Kopfhaut. Ja, hat mein Mann halt leer gemacht, aber auch das war jetzt nichts. Selbst er würde das nicht wieder haben wollen. Deswegen. Also Shampoo von Balea bin ich kein Fan von. Ich hingegen habe diesen Monat diese beiden Produkte hier aufgebraucht. Und zwar von Head & Shoulders Derma X Pro Kopfhautpflege, beruhigend bei trockener und juckender Kopfhaut. Einmal Conditioner und einmal Shampoo, genau, fand ich super gut. Also ich mag einfach Head & Shoulders generell und ich hatte jetzt nicht extrem Probleme mit juckender Kopfhaut, habe ich aber manchmal, wenn ich die falschen Produkte benutze. Hier war es auf jeden Fall alles gut, hatte ich keine Probleme mit. Ja, da habe ich auch noch so ein anderes Zeug, was es in der Reihe gab, was man irgendwie auf den Ansatz aufträgt. Da ist noch recht viel drin. Das ist auch irgendwie so ein bisschen kühlend. Ich weiß gar nicht, was da genau mit Kaktusextrakt, aktiver Aloe und Vitamin E. Weiß nicht, ob das Kaktusextrakt ist, was es ein bisschen kühlend macht. So ganz leicht wirklich nur. Aber ich hatte das Gefühl, das tut was Gutes für meine Haare und für meine Kopfhaut. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber ich habe noch super, 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 super viel Shampoo und Zeugs, weil ich viel damals vor allem zugeschickt bekommen habe und das noch gar nicht alles aufgebraucht habe. Das ist so viel Produkt. Genau, aber die fand ich gut, kann ich weiterempfehlen. Ich habe auch eine Fußcreme leer gemacht von Balea. Steht auch drauf für Diabetiker geeignet. Fußcreme Hirschteig mit Kamillenextrakt, Aloe Vera und Rosmarinöl. Das ist diese hier und die fand ich ganz gut. Die hatte ich auch schon mal. Also bei Balea. Ich habe jetzt noch super viele Fußcremes, also ich muss mir gerade keine kaufen, aber wenn ich mal eine brauche, dann schaue ich ganz gerne mal bei Balea und nehme da einfach verschiedene. Und genau. Also ich creme mit allem möglichen meine Füße ein. Fand die aber ganz gut, weil die ein bisschen reichhaltiger auf jeden Fall war. Die war nicht so zack, weg, Vase, sondern die konnte man wirklich abends richtig gut. Ich mache das immer abends, gerade nach dem Duschen. Und dann packe ich meine Füße richtig schön in so Kuschelsocken und dann können die richtig schön den Abend noch über einziehen und so. Das fand ich richtig gut. Dann letztens aus einem Adventskalender hatte ich hier von Isana diese 1 Minuten Haarkur, Arganöl und Cranberry. War vollkommen in Ordnung, aber wäre jetzt nichts, was ich mir selber kaufe. Duschgele habe ich 2 aufgebraucht. Und zwar einmal von Balea, auch sehr, sehr alt, musste ich endlich mal aufbrauchen. Mit mir bist du süß und sommerfrisch. Mit tropisch Koko... Leute, was ist mit mir? Mit tropischem Kokos- und Ananasduft. So, jetzt haben wir es. So sieht es aus. Super hübsche Verpackung. Habe ich auch erst gerade, glaube ich, beim letzten Duschen leer gemacht. Oh,
Wirklich, das ist ein Sommertraum. Kokos rieche ich persönlich jetzt gar nicht so extrem raus. Also die Ananas ist für mich auf jeden Fall präsent und ich mag Ananasduft. Oh, herrlich. Also das ist wirklich ein richtig, richtig toller Duft. Mag ich sehr gerne, aber ich mag die von Balea generell ziemlich gern. Und dann von Isana hatte ich hier einen sanften Duschschaum, cremig süße Verwöhnung mit Orangen- und Himbeerextrakt. Das ist einmal dieser hier. Ich glaube, davon habe ich sicherlich noch einen, weil Orange-Himbeer ist schon eine geile Kombi. Riecht richtig, richtig gut. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ich habe davon auch gerade bei meiner Mama, da bade ich immer, da habe ich auch noch das Peeling davon in Anwendung. Und das ist ähnlich wie das von The Body Shop. Das ist so ein Klumpen, so irgendwie, weiß ich nicht, mag ich nicht. Aber das hier ist toll, weil duftmäßig ist das gut. Dann kommen wir mal ein bisschen was zu was Dekorativeren, was ich leer gemacht habe. Und zwar einmal von Riva Loves Me, Dare to Scare, Fixing Spray. Ich weiß gar nicht, ob das aus die letzten oder vorletzten Jahr ist. Kann ich nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall eine Halloween-LE. Hier sind so Dinger drin, keine Ahnung. War okay, war jetzt aber auch nicht wow. Habe ich leer gemacht und gut ist. Bevor das jetzt aber leer ist, dann kann ich das nächste nehmen. Dann bleibe ich noch einmal kurz bei Dekorativ. Und das war ein Produkt, das mochte ich sehr gerne. Ich glaube, das war meine Glossy-Box. Oder in einer anderen Abo-Box, aber ich meine Glossy-Box. Tint, wenn das so heißt, A Phantom Liner. Das war einmal hier so ein Eyeliner und der war, wie ihr da oben vielleicht auch erkennen könnt, also erstmal Verpackung finde ich richtig schön. Der war braun und ich fand den richtig toll, den habe ich richtig gerne benutzt. Das war zwar so eine Pinselspitze, was nicht mein Favorit ist, aber es ging, kam damit klar. Aber ich fand das Produkt einfach cool, weil es einfach ein brauner war und ich hatte vorher selber noch keinen braunen Eyeliner. Und wirklich zu so schlichten Looks einfach diesen braunen Eyeliner dazu oder so, das... Es muss nicht mal schwarz sein. Also es hat was. Ich fand es ganz schön. Es war dann ein bisschen dezenter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bin ich auch ein bisschen traurig, dass es jetzt leer ist. Dieses Produkt habe ich vor Ewigkeiten, also sicherlich vor 3 oder 4 Jahren, zugeschickt bekommen. Oh, das sieht ganz schön süffig aus. Irgendwas ist hier Öliges dran gewesen. Von Keys Soul Care. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist doch, glaube ich, von... Es ist auf jeden Fall eine Marke von einer berühmten Persönlichkeit. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste es dann Alicia Keys sein. Habe ich recht? Ich hoffe. Also ich glaube, es ist von Alicia Keys. Deswegen heißt es Keys. Biluminous Exfoliator. Also das war ein Peeling. Und zwar war das ein Pulver. Das habe ich mir also immer so auf die Hand gegeben. Habe dann ein paar Wassertropfen drauf, in der Hand verrieben und dann in mein Gesicht. Dann habe ich es ein bisschen einwirken lassen und nachher wieder abgemacht. War ein sehr sanftes Peeling, was ich sehr gut fand und... Ich weiß nicht, wie der Preis tatsächlich in echt ist. Wie gesagt, ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen. Aber würde ich mir es wahrscheinlich nochmal selber kaufen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich denke, dafür ist es recht teuer. Hat aber ein schönes Glas, eine Glasflasche, was ich sehr toll finde. Und ja, war ein tolles Produkt, kann ich nichts Negatives zu sagen. Dann kommen wir nochmal zu einer Badesache und zwar von Tesori Jorient. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man diese blöde Marke ausspricht. Nein, sie ist nicht blöd, die Marke. Aromatisches Cremebad, ja, schwarze Rose und Labdanum, keine Ahnung, was es auch immer ist. Ich finde die Verpackung irgendwie schön, hat irgendwas, ich mag dieses Orientalische daran. Habe ich mir nicht selber gekauft, das hat meine Mama sich gekauft und dann meinte sie, es wäre nicht ihr Duft. Dann habe ich das halt aufgebraucht, weil sie kennt mich, ich nehme da fast alles. Und, oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ist nämlich schon ein bisschen her, dass ich es aufgebraucht habe. Mein Duft war es. Das war super. So ein Wohlfühlduft. Das war für mich so ein richtiger Luxusduft. Also wenn ich daran rieche, denke ich an Wellness, denke ich an Spa. Ach, ganz toll. Also hat wirklich super gut gerochen. Riecht da unbedingt mal dran. Das ist jetzt die erste, die ich aufgebraucht habe. Ich habe noch eine hier, die ich aber noch nicht angefangen habe. Das ist für mich wirklich Luxus, Spa, Wellness. So riecht das für mich. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann kommen wir mal zu Nagelfolien. Und ihr wisst, ich teste da super gerne super viel aus. Und da sind tatsächlich beide von Manifix. Genau, davon habe ich schon ein paar Sachen getestet. Hier habe ich einmal Folien leer gemacht, die nicht mit UV sind. Also keine UV-Gelfolien. So, kann man so sagen. Also dünnere, wo ihr keine Lampe für braucht, ganz normale Folien einfach. Hier oben könnt ihr so ein bisschen vielleicht erkennen, wie das aussah. Ja, ich weiß nicht, wie gut man sieht. Die waren so, ja, Multicolor. Die hatten irgendwie was Gelbes, die hatten was Grünes, die hatten was, ja,
so, wie nenne ich das? So Batik-mäßig, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht genau, wie ich es nennen soll. Fand ich richtig gut. Für normale Folien fand ich die tatsächlich, waren bis jetzt die besten, die ich ausgetestet habe, für ganz stinknormale Folien. Fand ich die gut. Lieber mag ich aber allerdings natürlich die UV-Folien, weil die halten länger. Ich bin ehrlich, ich lasse die trotzdem nicht so lange drauf, wie sie wahrscheinlich drauf sein könnten, weil irgendwann möchte ich dann irgendwas Neues benutzen, dann mache ich sie ab. Ja, und hier habe ich von Manifix diese hier aufgebraucht und die waren wunderschön. Die gibt es dann natürlich immer noch, die hatte ich gekauft, als sie neu waren, also diese gibt es noch nicht so lange. Schaut euch das mal an. Erstmal finde ich die Verpackung super, super schön. Man weiß direkt so, was einen erwartet und hier sieht man noch mal ein bisschen, wie das aussah. Habt ihr vielleicht auch mal in einem Video gesehen? Also wenn ihr immer darauf achtet, was ich trage, dann habt ihr die auf jeden Fall schon mal gesehen. Mit so Blümchen drauf und so. Also das wäre auf jeden Fall ein Favorit, den ich mir sicherlich nochmal nachkaufe, weil das sah richtig, richtig toll auf den Nägeln aus, vor allem weil es ein bisschen unterschiedlich war. Ich stehe ja nicht so doll so auf einfarbiges, also auch, aber ich mag immer gern sowas. Deswegen, das werde ich mir sicherlich nochmal holen. So, ihr Lieben, langsam wird es hier weniger vor mir und irgendwie sehe ich gerade, dass ich ganz schön viele Bodylotions, also Körperpflege, aufgebraucht habe. Deswegen fange ich mal direkt an. Das habe ich gerade erst aufgebraucht. Das geht natürlich auch schnell, weil ist nicht so viel drin. Hat für zwei Anwendungen bei mir gereicht. Das hatte ich an den Armen benutzt und am gesamten Bein hoch plus Hintern. Genau, habe ich dieses hier benutzt. Das war von Yves Rocher aus dem Adventskalender, die Monoi-Reihe. Le Corps Nourissant Nourishing Body Milk. Genau, die hat sehr, sehr gut geduftet. Also wirklich, die fand ich richtig angenehm und ich fand auch die Pflegewirkung ganz gut. Nicht die beste, die ich jemals hatte, aber die war auf jeden Fall gut. Sie war da, die Pflege. Also ich habe es richtig gemerkt, dass meine Haut gepflegt wird und geschmeidig ist. Also kann ich empfehlen. Dann hatte ich hier von Alverde, das war in so einem Set, da hatte ich letzten Monat, glaube ich, das Duschgel davon aufgebraucht, was ich ziemlich gut fand. Und das war da noch drin, Körperlotion, blumig zarter Duft, die war okay. Also die, also da fand ich das Duftspiel tatsächlich irgendwie besonderer. Der Duft war auch in Ordnung, war halt so, ja, leicht, aber blumig. Ich fand das Design, finde ich, richtig, richtig toll. Hatte ich mir nämlich aus dem Trashy Gold das Set. Jetzt habe ich noch eine Handcreme und ich benutze halt nicht so viele Handcremes, deswegen benutze ich das gerade an den Füßen. Also werdet ihr auch irgendwann sehen, dauert aber noch. Ja, war okay, aber muss man nicht haben. Dann, das hat sehr lange gebraucht, bis ich das leer hatte, von da, Pflege Plus mit Lichtschutzfaktor 15, Pflegeschutz Body Lotion, die habe ich wirklich sehr lange gehabt, weil ich die wirklich eigentlich immer nur an den Schienbeinen, meine ich, getragen habe oder so, weil zu der Zeit, wo ich schwanger war und direkt danach, habe ich halt dieses Produkt dafür verwendet, also die hatte ich die ganze Zeit eigentlich im Kombi, für die Arme habe ich das auch verwendet, mit dem Lichtschutzfaktor würde ich jetzt nicht so für voll nehmen, gerade weil es dann auch nur 15 ist. War aber von der Pflegewirkung ganz in Ordnung, ich mag darf. Und für den Rest, also das heißt für meinen Po, meine Oberschenkel, meinen Bauch, der natürlich ein bisschen gebrandmarkt ist durch die Schwangerschaft, habe ich von Nivea dieses Produkt getestet. Ich glaube, das habe ich auch nochmal da, weil einmal hat meine Mama mir das geschenkt und einmal hatte ich das in meiner Glossybox. Von Nivea, Body Cream, Anti-Dehnungsstreifen und Pigmentflecken aus der Luminous-Reihe. Ja. Reduziert in 4 Wochen die Sichtbarkeit von Dehnungsstreifen, Sonnenflecken, Pigmentflecken? Weiß ich nicht. Es war für meinen Gedanken, fand ich es gut, weil ich wusste, ich habe jetzt diese Dehnungsstreifen durch die Schwangerschaft und ich benutze ein Produkt, was dafür sein soll. Wisst ihr, das hat sich besser angefühlt, als einfach irgendeine parfümierte Bodylotion zu benutzen. Also ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich damit meine. Also es hat sich für mich persönlich besser angefühlt. Ob es jetzt was getan hat, kann ich nicht sagen. Natürlich sind meine Dehnungsstreifen in dem Sinne ein bisschen schwächer geworden. Nicht durch dieses Produkt, sondern einfach dadurch bedingt, dass sie vorher halt direkt nach der Schwangerschaft und lila waren. Und jetzt inzwischen verblassen sie. Ich glaube nicht, dass das an diesem Produkt liegt, aber ich kann es natürlich auch nicht sagen. Aber ich fand es gut. Es war ein bisschen reichhaltiger. Ich mochte das. Würde ich mir theoretisch auch nochmal kaufen. So, wir sind am Ende angelangt. Jetzt habe ich noch 2 Produkte und zwar das vor kurzem wieder gemacht von Bioderma. Das habe ich aus dem letzten Jahr, aus dem Dubai-Urlaub. Da habe ich das in der Apotheke gekauft. Also das kommt jetzt gerade aus Dubai. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt, aber ich denke schon. Von Bioderma, Atoderm, Huil de Douche, I don't know. Ultra Nourishing Anti-Irritations. Ein Cleansing Oil. Dass ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Das ist, glaube ich, auch für den Körper, oder? Face and Body, ja, steht hinten drauf.
ist tatsächlich auch ein Duschgel, in dem Sinne ein öliges. Ich habe das tatsächlich fürs Gesicht versucht und ich fand es gut. Ich war jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich sowas eigentlich dann eher mehr für den Körper nutzen würde, wenn da steht Face and Body. Ich wollte es aber ausprobieren fürs Gesicht zur Reinigung und ich fand es sehr, sehr gut. Das ging alles sehr gut ab, es hat nicht in den Augen gebrannt und ja, ich weiß nicht, es ging gut dann mit so einem wiederverwendbaren Wattepad, sag ich mal. Hat mir das gut gefallen, also es hat ein bisschen dabei gepflegt, es hat halt nicht so komplett ausgetrocknet, was ich wichtig finde. Und fand ich gut, würde ich mir bestimmt nochmal holen. Und zu guter Letzt noch was Pflegemäßiges fürs Gesicht von Laneige. Bouncy and Firm Sleeping Mask. Das haben wir die hier. So sieht das aus. Ich fand es cool, mal was von Laneige zu probieren. Da war auch recht viel drin. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Aus irgendeinem Set, glaube ich. 25 ml war also gut, um das zu testen. War so eine schöne kleine Creme. Ich finde auch das Titelchen richtig schön. War leicht beduftet. Kann ich sagen, danach aber war wirklich sehr dezent. Hat mir ganz okay gefallen. Also irgendwie mochte ich den Auftrag. Es hat sich sehr gut auftragen lassen. Es war sehr ergiebig. Also wirklich mit diesen 25 ml bin ich ewig hingekommen. Mehrere Monate. Dementsprechend fand ich das ganz gut. Aber ich glaube, für mich hätte es einfach noch reichhaltiger sein können. Also für sehr trockene Haut oder trockene Haut ist das vielleicht nicht unbedingt das Perfekte. Es war jetzt nicht schlecht. Aber es hätte noch mehr machen können. Wisst ihr, also ein bisschen noch mehr Feuchtigkeit spenden sein oder irgendwie sowas pflegend. Das war mir nicht ganz genug. Deswegen, ich würde es mir auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Ja, das war das letzte Produkt. Ich hoffe, das aufgebrauchte Video hat euch gefallen. Ich glaube, es waren recht viele Produkte. Ich kann es gar nicht genau einschätzen, gerade wie lange ich gedreht habe, weil ich ein paar Mal hier zwischendrin runtergehen musste. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!